Wir haben eine neue Banlist bekommen. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein, was Konami da getrieben hat. Denn ich habe schon einen ganz kleinen Spoiler gesehen, als ich die Seite aufgerufen habe. Und dann würde ich sagen, let's go. Und hier sind wir bei der Banlist. Die ist gültig ab dem 13.02.2023. Heute ist der 6. Das bedeutet, die ist ab nächste Woche gültig. Und wenn wir hier direkt sehen, was passiert ist, wir sehen es ja direkt. Artefakt Sense ist verboten. Artefakt Sense. Da haben so viele Leute so lange drauf gewartet. Im letzten Format war die nicht so krass, aber ich denke mal, bei dieser Banlist wird jetzt einiges passiert sein und deshalb haben die schon mal präventiv die Karten eingeschränkt. Und die nächste Karte wird die meisten Leute freuen, das ist die Barrierestatue der Sturmwinde. Schon mal die ersten beiden Karten, die gebannt wurden und schon mal good job Konami, good job. Und dann würde ich sagen, wir gucken mal, was noch so passiert ist. Ich bin echt gespannt. Also, das ist schon ein guter Start. Wir gucken mal. Kid Kalos ist verboten. Also, sie haben wirklich angefangen, Tier zu hitten. Aber das ist die einzige Karte, die verboten ist aus dem Themendeck. Wir haben ja im OCG gesehen, dass Kid Kalos alleine nicht gereicht hat. Ich frage mich halt, wie viele von den anderen Karten die limitiert haben und ob da überhaupt irgendwas passiert ist. Bei Kid Kalos Band ist schon mal gut genommen. Good job. Nee, die haben Elfe gebannt. Holy shit. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll, weil sie haben zwar Tierelements gehittet, zwar extrem böse, aber damit haben die Sprite umgebracht. Ich meine, ich bin Sprite-Hüter, wie ihr merkt, das trifft mich gerade extrem, aber ob das nötig gewesen wäre, ist die Frage. Ja, okay. Auf jeden Fall schlagen die um sich, aber das scheinen die einzigen Bans zu sein. Ja, das sind die einzigen Bans. Und wir haben hier noch Agido, der alte Wachposten, der hier auf 1 gegangen ist. Good job, Konami. Kelbeck, die alte Vorhut, auch auf 1. Keldo ist auch auf 1 gegangen. Also alle Schießkarten, alle auf 1. Und Modora ist auch auf 1. Die haben wirklich alle Schaffler auf 1 gepackt und noch alle anderen Ishizu-Karten. Also alle Ishizu-Karten sind jetzt auf 1. Ich komme trotzdem nicht über den Sprite, über die Elfe weg, weil das mit der Elfe ist ein bisschen Overkill für das Deck. Das ist schon auf jeden Fall ziemlich gut. Dann haben wir Haftnis, Merli, Sharon, alle limitiert. Okay. Lyon wird auf jeden Fall ein spannendes Format. Aber das heißt, die haben nichts von Kashtira gehittet, weil es halt jetzt noch rausgekommen ist. Und der antike Feendrache ist zurück auf 1. Okay, das ist jetzt nicht so überraschend, der hat ja dieses Errata bekommen. Ja, okay. Dann die semi-limitierten Karten. Da ist nichts passiert. Die Saias ist also weiterhin auf 2. Okay. Dann haben wir die Karten, die zurückkommen. Destrudo, Jet Synchron, Olövon, Vara Lithosage. Oh, Lithosage gehen wir wieder zurück auf 3. Interessant. Dienerin von Endymion. Oh mein Gott, danke. Diese Karte war, keine Ahnung warum, auf der Banlist, aber sie ist jetzt wieder zurück. Das finde ich doch richtig, richtig schön. Und Spiral Resort ist auch zurück auf 3. Okay, also ohne die große macht das nicht so viel. Also, Sense ist tot. Also, alle Decks, die Sense gespielt haben, ist vorbei. Barriere-Scharte Schummwinde ist auch weg. Das ist auch schon mal gut. Wurde denn irgendwas vergessen auf der Banlist? Die Frage ist halt, reicht das, dass Tierelements nicht mehr das beste Deck ist?
Sie haben halt alle Karten behalten, die sind jetzt nur weniger verfügbar. Das ist pauschal gut und haben kein Kickerless Play mit Mill 8 mehr. Jetzt müssen wir uns halt die Frage stellen, inwieweit sich das Meta verändern wird. Ich denke mal, dass Tier wahrscheinlich immer noch das beste Deck ist. Dadurch, dass sie halt wirklich alle Karten noch haben und den Infinity noch auf 3 haben, sowohl wie Instant Fusion und wir mit Tasking eine Karte bekommen, die Instant Fusion halt theoretisch suchen kann. Allerdings werden die Büstials jetzt gegen das Deck deutlich besser. Nur Tasking macht die Karten gegen das Deck schlechter, das ist halt eine sehr interessante Variante. Und Kashtira hat nichts verloren, das heißt, wir werden wahrscheinlich auch Kashtira deutlich weiter oben sehen. Die Birds werden wahrscheinlich nicht so krass sehen. Ich verstehe aber auch nicht, warum Konami Instant Fusion nicht gebannt hat. Es schließt sich mir einfach nicht, weil das ist so eine Karte, die muss halt gehen eigentlich. Ich finde es persönlich gut, dass sie bei Sprite wirklich nur 11 gebannt haben, obwohl ich halt meiner Meinung nach sehe, dass es der falsche Hit ist. Denn Sprint wäre da definitiv besser gewesen als halt 11 selber, weil 11 halt in vielen Decks gespielt werden kann und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie es gebannt haben. Ich bin nur kein Fan davon, weil ich finde so semi-generische Karten eigentlich immer ganz cool. Ich finde jetzt nicht, dass 11 eine unfaire Karte war, weil die Level 2 Mods überhaupt nichts zu machen, die konnte Level 2 Mods zurückholen. Ich fand jetzt nicht, dass sie wirklich unfair war, aber vielleicht spreche ich da aus dem Bias, dass ich halt Sprite spiele. Aber es ist dadurch halt legit nicht mehr spielbar. Also klar kannst du noch Sprite spielen, aber ohne 11 ist das halt so viel schlechter, weil du hast kein Totally Awesome Play mehr, logischerweise. Du kriegst halt die Ressourcen im Game nicht mehr zurück. Und das war eigentlich das Coolste an Sprite, dass du Ressourcen immer wieder zurückholen konntest. Das war eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Wie findet ihr denn die Bannlist? Schreibt es mir in die Kommentare. Denkt ihr, dass Tier Elements jetzt tot ist? Ich glaube, dass es immer noch das beste Deck ist. Und das nur, weil die Sprite angefasst haben. Und ich glaube, Kashtira macht trotzdem nicht genug, um dagegen halt komplett zu funktionieren. Und Flanderies ist halt jetzt wahrscheinlich nicht mehr im Meta. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann rein. Ciao, Leute.